Heute geht es mal wieder um CSS Basics und zwar um Padding und Margin oder wie manche es auch nennen, den Erzfeind jedes CSS-Anfängers. Also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es mal wieder um CSS und zwar wieder ein absolutes Baseline-Video und zwar geht es heute um Abstände, also Margin und Padding innerhalb von CSS. Wie funktioniert das? Wie nutze ich es? Wie kann man das am besten einsetzen? Welche Regeln gibt es? Diese ganzen Punkte werden wir in diesem Video beantworten. Also ihr braucht keinerlei Vorkenntnisse, wir nutzen reines CSS, natürlich ein ganz bisschen HTML, damit wir irgendwas durch die Gegend schieben können, aber ansonsten wirklich absolut Default-Stuff und ihr braucht keine Vorkenntnisse. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme habt zu diesem Video, ganz oben in der Videobeschreibung ist der Link zu Discord, da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, euch mit Gleichgesinnten austauschen, einfach mal Hallo sagen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los und schauen uns an, wie Abstände so richtig funktionieren. Auf geht's! So wie immer bei meinen CSS Basic Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung eine ganze Reihe von Theorie, hier zum Beispiel zu Padding, das gleiche aber auch zu Margin, wo ihr nochmal alles durchlesen könnt und nochmal quasi Revue passieren könnt am Ende. Außerdem nochmal eine Zusammenfassung der Shorthand Properties und quasi eine wirklich tiefe Zusammenfassung hier von Margin und Padding in den jeweiligen quasi im CSS Box Model Module 3. Diese Theorie-Links sind unten in der Videobeschreibung, falls ihr noch mehr Informationen haben wollt, aber wir machen jetzt in dem Video mal eine richtige kurze Zusammenfassung, damit ihr am Ende in der Lage seid, Margin und Padding korrekt einsetzen zu können. Bevor wir mit unserem eigentlichen Thema, nämlich Padding und Margin, beginnen können, müssen wir uns jetzt erstmal das CSS Box Model zugute führen. Es ist quasi der Erzfeind jedes CSS-Anfängers und man muss dieses Konzept eines HTML-Elementes, einer sogenannten Box quasi, wirklich verstehen, um Margin und Padding richtig und effektiv einsetzen zu können. Prinzipiell ist jedes Element gleich aufgebaut. Ich habe jetzt hier mal ein Div-Element als Beispiel, aber wir haben hier ein Element mit einem Text in unserem Fall einfach Element und diese beiden Div-Container und eine weiße Linie um dieses Element. Diese weiße Linie symbolisiert hier einfach mal vereinfacht unser CSS-Box-Model, also die wirkliche Größe unseres Elementes, wie es von anderen Elementen wahrgenommen wird im Browser. Wenn ich jetzt ein Padding hinzufüge, dann würde sich unsere weiße Linie verschieben. Wie ihr seht, ist die größer geworden, weil wir haben jetzt ein Padding, einen Abstand, einen sogenannten Innenabstand zu unserem Element hinzugefügt. Prinzipiell wird sich das gleich auch noch ein bisschen mehr verändern, also zum Beispiel die blaue Farbe müsste eigentlich genauso groß sein wie dieser grüne Bereich. Im Prinzip auf dieses Padding kommt eine weitere Größe, nämlich unsere eigentliche Border. Ihr könnt ja einem HTML-Element zum Beispiel Border Solid 1 Pixel geben, dann würde ein Pixel auf die eigentliche Größe unseres CSS Box Model hinzuaddiert werden, also unser gesamtes Box Model würde größer werden. Das nächste, wir haben auch noch Margin, den sogenannten Außenabstand. Dieser wird außerhalb unserer Border auf quasi unser Boxmodel drauf addiert und vergrößert somit auch unser gesamtes Boxmodel, also die interpretierte Größe unseres HTML-Elementes. Wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, wir haben hier Margin und Padding, den Innen- und Außenabstand. Der Innenabstand ist dabei dieser grüne Bereich und der violette Bereich ist unser Außenabstand, also Margin. Und wie das Ganze jetzt zusammen agiert, wie das genutzt werden kann, wie man das manipulieren kann, gucken wir uns jetzt mal in den folgenden Abschnitten an. So, um Margin und Padding richtig effektiv verwenden zu können, müssen wir uns erstmal zu Leibe führen, was eigentlich Shorthanded Properties sind. Das ist eine ganze Reihe von verschiedenen CSS-Schreibweisen. Wir werden die auch in zukünftigen Videos immer wieder aufgreifen, weil bei bestimmten CSS-Properties kann man die anders verwenden. Aber für Margin und Padding, wie nutzt man das? Prinzipiell kann ich zum Beispiel einfach sagen, ich habe Padding. Padding kann dabei einfach so geschrieben werden und ich habe dann zusätzlich ein Value, zum Beispiel 15 Pixel. Ich kann aber auch sagen, das sind Prozent oder Viewers oder auch ein RAM wie in vielen meiner Videos. Eine vollständige Liste, welche Maßeinheiten ihr verwenden könntet, findet ihr unten in der Videobeschreibung in der Dokumentation. Prinzipiell, wenn ich jetzt ein Padding habe, ist das aber äquivalent zu Padding Top, Bottom, Right und Left mit jeweils einem RAM. Also ihr könntet diese vier Werte schreiben, also diese vier CSS-Properties oder das Ganze vereinfacht in einer einzigen Zeile. Prinzipiell, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe zwei RAM, dann werden auch alle anderen Werte mit zwei RAM interpretiert. Das Schöne ist, wir können das aber auch in der Shorthanded Property Definierung ein bisschen spezifizieren. Also wir müssen nicht mit einer Zahl immer alles steuern, sondern wir können auch zwei Zahlen nutzen, um zum Beispiel mit der ersten Zahl die vertikale Achse und mit der zweiten Zahl die horizontale Achse zu stylen. Also die erste Zeile
macht Top-Bottom und die zweite Zahl Left-Right. Das nächste, was ich machen kann, ist, ich kann noch eine dritte Zahl hinzufügen. Das bedeutet, die erste Zahl definiert Top, die zweite Zahl definiert Right und Left und die dritte Zahl definiert Bottom. Ich persönlich präferiere aber immer, das mit vier Zahlen zu schreiben, also mit vier Values. Das erste ist immer Top, dann Right, Bottom, Left. Ihr habt quasi den Uhrzeigersinn. Und so kann man das relativ einfach benutzen und auch übersichtlich gestalten. Prinzipiell gilt nämlich das alles auch für Margin. Also dieses Beispiel ist 1:1 identisch. Ihr könnt das Ganze auch exakt machen und einfach nur Padding mit Margin austauschen. Um CSS richtig verstehen zu können, muss man sich das Ganze auch an einem realen Beispiel mal angucken. In diesem Fall habe ich eine Divbox. Diese Divbox hat von mir einfach mal eine Hintergrundfarbe bekommen und eine CSS-Klasse Box. Und die Hintergrundfarbe ist halt blau. Wenn ich dieser Box jetzt ein Padding zuweise, zum Beispiel ein Rem, dann sieht man hier wieder diesen komischen grünen Rahmen und der ist eigentlich ein bisschen irreführend, weil das CSS-Element oder beziehungsweise die CSS-Klasse-Box würde sich so nicht verhalten, weil die hat ja von uns eine Hintergrundfarbe bekommen. Das würde bedeuten, dass unser blauer Bereich, also unsere Hintergrundfarbe, größer wird, weil Padding sorgt dafür, dass unser eigentliches HTML-Element einfach wirklich größer wird. Gleichzeitig, wenn ich hingehe und ich habe zum Beispiel hier drei Boxen, nämlich einmal unsere Box und dann zwei Siblings-Elemente mit der Klasse Preview und Next und sage jetzt, ich möchte hier mein Margin, also einen Außenabstand definieren, dann würde Margin die Box an sich nicht vergrößern. Also die Box an sich würde gleich groß bleiben, aber sie würde sich auf dem Monitor ein bisschen breit machen, sie würde die anderen Siblings-Elemente zur Seite drücken. Wenn ich jetzt das Ganze noch ein bisschen schöner definiere, weil ich möchte nach oben und unten gar keinen Abstand haben, dann kann ich das Ganze auch anders schreiben und unser Abstand würde sich anders verhalten. Gleichzeitig kann ich jetzt auch Padding und Margin kombinieren. Also ich kann auch sagen, ich möchte gerne ein Margin genauso definiert dahin schreiben und sehe, meine Box an sich wurde größer. Dadurch, dass die Box an sich größer wurde, wurden unsere beiden Siblings-Elemente noch weiter nach außen gedrückt. Und wenn ich mir das jetzt mal ohne meine Hilfslinien angucke, dann sehen wir haben eine viel größere Box, die quasi links und rechts Abstand hat zu den Siblings, aber an sich der Inhalt nicht verändert wurde. Und das kann ich mit Margin und Padding beeinflussen. Und jetzt müssen wir das noch mal ein bisschen kurz zusammenfassen, dass man das sich auch auf einen Notizzettel notieren kann. So, am Ende gibt es jetzt noch eine kleine Zusammenfassung und zwar haben wir Padding auf der einen Seite. Padding definiert uns den Innenabstand, also den Abstand von zum Beispiel Texten zum Rand des HTML-Elementes und macht damit das ganze Element größer. Also durch Padding kann ich die Weite und die Höhe eines Elementes mit beeinflussen. Außerdem hat Padding keine direkten Auswirkungen auf Elemente außerhalb meines eigentlichen Elementes. Also, bis auf dass ich das Element vergrößere, schiebe ich nichts außerhalb des Elementes über den Screen. Margin auf der anderen Seite definiert den Abstand meines Elementes zu anderen Elementen, also den Außenabstand. Prinzipiell verändert Margin die Größe des Elementes aber nicht. Wenn ich zum Beispiel ein Element habe, was 100 Pixel ist und ein Margin definiere, dann ist das Element danach ebenfalls noch 100 Width, also 100 Pixel. Außerdem macht Margin keine Auswirkungen innerhalb des Elementes. Also wenn ihr beispielsweise eine Background Color oder ein Background Image vergeben habt, dann wird dieses nicht größer oder diese Fläche nicht größer, wenn ihr Margin benutzt, bei Padding allerdings schon. Und das ist, denke ich, alles, was ihr wissen müsst, um mit Padding und Margin in Zukunft arbeiten zu können, ohne direkt einen Panik- oder Angstanfall zu bekommen. Das Ganze ist nämlich sehr, sehr praktisch und die absolute Baseline für die Arbeit mit CSS. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate- und Partnerseiten, wo ihr mich supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.